Hallo, heute möchte ich euch vom schönen Bodensee begrüßen. Ich mache hier Work and Travel und möchte euch ein bisschen was über Apple erzählen. Apple hat ja letzte Woche die sogenannte Mixed Reality Brille auf den Markt gebracht. Besser gesagt, die kommt im nächsten Jahr auf den Markt. Soll 4.000 Euro kosten, da bin ich mal gespannt, wie viele Leute das da tatsächlich zuschlagen. Außerdem Apple-Jüngern, die natürlich da immer gleich zugreifen. Während der Präsentation ist der Kurs etwas abgesackt, um von $184 auf $179. Mittlerweile hat sich's aber wieder eingependelt. Also wenn es euch interessiert, wie Transparent Share die Bewertung von Apple im Moment durchführt, dann bleibt dran. So, jetzt schauen wir uns doch mal die Apple-Bewertung bei Transparent Share an. Apple wird derzeit am 12.06.23, also Schlusskurs vom 12.06.23, mit einem Rating von 1 versehen. Der Abstand beträgt 1,6% vom 52-Wochen-Hoch. Nach unserer Regel, wenn man die eingeschaltet hat, dass man mindestens einen Abstand von 10% haben sollte, ist es im Moment wegen Rating 1 und Abstand 1,6% nur ein Beobachten. Beim Aktienkurs von 169,56 Euro, wie gesagt am 12.06.23. Die Eigenkapitalrentabilität wird mit plus 1 bewertet. Und wenn ihr das euch mal anschaut, 196,96% Eigenkapital, fast 200%. Also da brauchen wir gar nicht mehr über 15% Schwellwert reden, das ist einfach phänomenal. Die Eigenkapitalquote dagegen liegt bei 14,36, also sogar noch unter 15%. Also ist ziemlich viel durch Fremdkapital eigentlich abgedeckt bei Apple. Die Gewinnmarge liegt wiederum im Plus bei 30,23%, weit über unseren 12% Schwellwert. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis, das drückt sich natürlich auch aus durch den Aktienkurs, der im Moment sehr hoch ist, also weit weg oder ziemlich dicht am 52-Wochen-Hoch ist. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 30,70 und wird deshalb mit minus 1 bewertet. Das gleiche ist wie bei dem Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre. Die Kursveränderung 6 Monate im Vergleich zum Index liegt mit 17,13%, weit über dem Schwellwert von 5%. Genauso ist es bei den Kursveränderungen 12 Monate im Vergleich zum Index. Dort liegt er fast 16% besser als der Index. So, jetzt gucken wir noch kurz das Kurs-Buchwert-Verhältnis, aber das ist eigentlich bei Apple vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wir gucken trotzdem kurz drauf. Das liegt bei 40,88 und liegt deshalb, weil es größer als 2,5, weil der Schwellwert 2,5 ist, eben erheblich darüber und deswegen wird es mit minus 1 bewertet. Ihr seht, es sind einige negative, aber auch neutrale Beurteilung drin. Insgesamt also ein Rating von 1. Apple würde bei einem Rating von 4 entsprechend gut bewertet, also auf Kaufen bewertet. Da muss allerdings noch ein bisschen was passieren. Ich bin mal gespannt, was mit der Brille wird. Ich kann es mir so schlecht vorstellen, dass ich mit so einer Taucherbrille durch die Gegend renne. Aber schauen wir mal. Wenn du mehr über die Bewertung durch Transparent Share erfahren möchtest, dann teste uns doch einfach kostenlos und völlig unverbindlich ohne Angabe einer Kreditkarte. Du kannst gerne Feedback zu diesem Video unter dieses Video in der Kommentarzeile hinterlassen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Aktienhandel. Bis bald.